Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und König Adalhard von Italien hat soeben die Grafschaft Nizza eingenommen, hat er von den Seeländern zurückgeholt, zurück ins christliche Reich sozusagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er, auch wenn er so alt ist, wie er ist und seine Gesundheit schlecht ist, dass er doch immer noch das nicht möchte. Es ist ihm wirklich ein Dorn im Auge, dass die Schweden hier direkt vor seiner Haustür sind. Ich glaube nicht, dass ihm das passt. Und denke daher, dass er auch gegen die Schweden Krieg führen möchte. Jetzt sind die Schweden natürlich ein bisschen größer. Und man sieht auch, die haben ganz schön viele Nachbarn, die bei einem Religionskrieg mitkommen könnten. Und ja. Das kann zu Problemen führen. Er selber wäre uns wohl unterlegen. Liegt auch daran, dass er gerade noch ein paar andere Kriege zu führen hat, auch gegen Bauern und so. Übrigens gerade unten bei uns, die Bauern, das ist auch so noch so ein Problem. Aber ich habe mich mal umgeschaut. Also Smaaland wird wohl eher nicht mitkommen. Die haben fast keine Truppen mehr. Sie sind in zwei Kriege verstrickt, die sie anscheinend beide verlieren. Skane könnte mitkommen. Das kann schon gut sein, dass die das machen. Zealand weiß ich nicht. Die haben ja gerade von uns schon einen obendrauf bekommen. Und außerdem haben die auch zwei Kriege. Bei Dänemark bin ich mir gar nicht sicher, ob die überhaupt mitmachen können. Verbündet ist er übrigens mit seiner Frau. Das ist eine Gräfin. Also eine Häuptlingin sozusagen. Dann gäbe es noch Oppland. Die könnten in der Tat mitmachen. Die sind auch gerade in keinem Krieg. Auch die Jämtländer könnten mitmachen. An und für sich ist jeder von denen uns unterlegen. Auch diese kleinen Grafschaften. Warum hat der eigentlich so viel? Telemark? Ja, der Wahnsinn. Wir haben aber. Haben die nur diese eine Grafschaft und davon so viele Männer? Das kann irgendwie nicht stimmen. Nee. Und gut, die hier sind Samisch, die oder Suominuskisch, die werden nicht mitmachen. Die sind ja einer anderen Religion. Insofern, gut, nee, die sind auch nicht, die können auch nicht. Also es gibt ein paar, die könnten mitmachen, die müssen aber halt auch erstmal zu uns runterkommen. Das Problem kennen wir ja schon. Und deswegen würde ich sagen, wir fackeln da nicht lange. Wir probieren jetzt auch noch den zweiten Krieg gegen die durchzusetzen. Wir haben natürlich wieder eine Domäne zu viel. Ein konstantes Problem bei uns. Ich denke, nach dem Krieg werden wir dann auch wieder Sachen vergeben müssen. Aber jetzt machen wir erstmal einen Religionskrieg um das Herzogtum Provence. Was den Westfranken übrigens auch nicht wirklich schmecken wird, aber wir machen das jetzt. Warum kann ich das nicht? Ach, wir können nur, wenn wir gläubig sind, können wir um Herzogtümer. Okay. Aber dann kann ich genauso gut, wenn ich sowieso nur eine Grafschaft kriege, kann ich genauso gut auch die Herzogseroberung machen. Dann habe ich nämlich nur die Schweden gegen mich. Kostet ein bisschen Prestige. Könnte sogar auch irgendwelche Ansprüche durchziehen, weil meine Kinder haben ja Ansprüche darauf. Wer bekommt denn besonders wenig? Prinz Damiano. Ist nicht so richtig bedacht bisher. Unser Jüngster. Warum eigentlich nicht? Das würde uns weniger kosten. Wäre einfacher zu gewinnen. Wir ziehen seinen Anspruch durch. Er hat zwar auch die Grafschaft Ravensburg, aber das soll uns mal nicht stören. Genau. Krieg. So, dann werden natürlich wieder unsere Truppen hier ausgehoben und dann kann es losgehen. Sobald sie alle da sind. Ja, ein Verbündeter ist dabei. Das ist die Baronie, die wir brauchen. Das hier ist nur ein Stamm. Oh nein, ich bin tot. Okay. Ja, zu viel dazu. König Eberhard besteigt den Thron. Das ist unser neuer Herrscher.
Er hat mehrere Fähigkeiten gemeistert, seine Untertanen werden stolz auf ihn sein. Gut, wir haben 39 Jahre mit König Adalhard gespielt. Unser Sohn ist 43. Sündig. Und hat in einem Krieg gekämpft. Okay, wir haben hier in 11 Kriegen. Uiuiui. Lebenswandel, Kriegsführung, pflichtschuldig, hervorgetan, Kulturoberhaupt, alles klar. Gut, wir sind der neue König Eberhard von Italien. Ich mach mal kurz die Pause rein, denn jetzt müssen wir uns den guten Mann erstmal ein bisschen anschauen. Unser neuer, also unser Erzbischof, der billigt uns nicht. Der mag uns überhaupt nicht. Den müssen wir unbedingt beeinflussen. Sonst gibt es hier weniger Steuern. Ratskanzler kann bleiben. Unsere Frau unterstützt die Ritterlichkeit. Das schauen wir uns gleich mal an, ob wir das wirklich so brauchen. Dann haben wir einen Ratsverwalter, brauchen wir. Da wäre unser Halbbruder nicht schlecht. Ja. Unser Halbbruder, genau. So, Ratsmarschall. Das waren ja bisher immer wir selber. Und da scheint es wirklich nicht so viele wirklich gute zu geben. Wir könnten jetzt einen mächtigen Vasallen nehmen. Das sollte man vielleicht auch tun. Auch wenn er nicht so viel kann. Er hat immerhin eine 13, wäre aber nicht mächtig. Ich denke, wir holen erstmal die Mächtigen in den Rat. Also der kann uns immer noch nicht leiden, auch wenn er jetzt im Rat drin ist. Und wir brauchen einen Ratsspitzel, der sollte uns auf jeden Fall leiden können. Da nehmen wir mal unseren anderen Bruder, Prinz Gaukelm. Der mag uns und ist ein sehr fähiger Spitzel. So, der Rat ist also schon mal da. Das mit dem Kreuzzug machen wir nicht, wir haben andere Sorgen. Ja. Okay. König Eberhard von Italien ist geduldig, maßvoll und sprunghaft. Ein brillanter Stratege, ein Glaubenskrieger. Also da werden die Sachen jetzt ein bisschen anders stehen. Er ist außerdem ein Trunkenbold, ein Ehebrecher, ein Mörder und galant. Also nicht ganz ohne Grund ist er nicht besonders angesehen in der christlichen Welt, sagen wir es mal so. Ja, Prestige ist überschaubar. Hat natürlich jetzt viel weniger Truppen, weil ihm viel weniger Grafschaften gehören. Denn es ist nämlich jetzt so, dass sein Bruder Prinz Adalhard, der hat jetzt drei. Der hat Turin, Genua und, was ist das? Treviso. Der nächste Bruder, Waldgaut, hat Arezzo, Florenz und Nizza bekommen. Und übrigens, mal ganz nebenbei, der hat Graubünden verloren. Und zwar an den Typen von der Lombardei. Also gut halten konnte er es nicht. Bei ihm wird es eine Erbteilung geben. Nee, es sind Nichten. Doch, hier haben wir einen Neffe. Der bekommt Florenz. Okay, es wird eine Erbteilung geben bei ihm. Prinz Gaukelm hat auch mehrere Neffen und der hat Grüningen und Paduan. Ja, und wir haben nur noch eine Grafschaft. Das ist echt wenig. Macht aber nichts, wir können ja uns dafür jetzt. Moment mal, ich glaube, wir ziehen hier aber den Anspruch unseres Bruders durch, ne? Nicht so gut, eigentlich. Hätte ich vielleicht. Naja, aber er selber hat ja keinen Anspruch. Okay, da kommt irgendjemand an. Also auf jeden Fall haben wir im Moment mehr Truppen ausgehoben, als wir eigentlich haben. Dadurch, dass wir halt jetzt viel weniger Domänen haben. Wir können aber auch nur vier halten. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Lebenswandel, fällt mir gerade auf. Und ich würde sagen, als erstes nehmen wir auf jeden Fall Kriegsführung. Man sieht auch, er hat hier schon was freigeschaltet. Standhafter Anführer, Hof machen. Heiratsannahmechance ist gut. Treue und Respekt. Friedensstifter, Königsgarde, niemals aufgeben, ritterliche Vorherrschaft, das ist gut.
könnte mir vorstellen. Dass er hier vor allen Dingen versucht, die Kontrolle zu bekommen. Autorität. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass er das so macht. Dann wollte ich uns unsere Frau noch anschauen. Die ist unersättlich, arrogant, geduldig und ein extravaganter Schwindler. Sie würde mich eigentlich gut in Ränkespiel unterstützen. Darin sind wir nämlich nicht so gut. Das werde ich gleich mal umstellen. Man könnte allerdings auch die Verwaltung verbessern. Dann würden wir ein bisschen mehr Gold erstmal bekommen. Also nicht viel, aber ein bisschen wenigstens. Das wäre auch nicht verkehrt. Darin ist er nämlich auch besser als wir. Ja, dann haben wir fünf Kinder. Wir haben Prinz Robert, den haben wir ja schon mit der Tochter von Graf Pepin verlobt. Er ist derzeit schwer verletzt und hat eine schwer heilbare Wunde. Na, das ist noch eine Frage, ob der überhaupt erwachsen werden wird. Prinz Godefroy von Italien ist unser Bastardsohn, verheiratet mit Frau Leika, auch eine Bastardin. Ja. Wir haben außerdem Prinz Ragina von Italien, auch verwundet und auch eine schwer heilbare Wunde. Verheiratet mit Adelperga. Die hat ein paar Ansprüche auf Abruzzi. Wo ist das? Ach, hier unten. Ach, die hat hier unten ein paar Ansprüche. Interessant auf jeden Fall für uns. Und wir haben Prinz Bernard. Der ist noch verlobt mit Prinzessin Maho von Westfranken. Ja. Wir selber sind immer noch fränkisch. Und das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Kann ich das jetzt gerade entscheiden? Ich möchte eigentlich, dass er auch cisalpinisch wird. Nee, das kann er offenbar im Krieg nicht. Und weil er eine Armee befiehlt. Okay. Und er braucht außerdem noch ein bisschen Prestige, bevor er das kann. Er wurde exkommuniziert. Herzogin Isabella von Spoleto. Oh, die wurde auch exkommuniziert. Wir sind allerdings ein religiöser Krieger. Also bei uns könnte es durchaus sein, dass wir da was machen. Konzentrierte Anwerbung. Sehr schön. Wir wurden überfallen. Ach, hier unten. Das sind tatsächlich Plünderer. Das müssen wir, glaube ich, nochmal im Auge behalten. Die hauen ab. Okay, wir verlieren jetzt echt viel Gold. Wir haben eben auch nur diese eine Grafschaft. Und wir sind nicht besonders reich. Haben wir eigentlich Ansprüche? Nur auf Ulm. Aha, wir haben also keine Ansprüche auf das, was unsere Brüder halten. Okay. Es ist ja mein Sohn. Moment. Okay, der hat eine Erbin. Es käme seine Tochter und dann wären wir in der Erbfolge. Aber ich glaube nicht, dass wir so tief sinken würden, dass wir unseren Bruder umbringen. Das wäre jetzt so typisch, könnte man machen, aber nein. Ist jetzt hier alles einzeln einnehmen oder ist jetzt daran, dass hier die Bauern irgendwas eingenommen haben? Ja, das kann ich auch belagern. Das ist ja hochinteressant. Oh. Das ist ja interessant. Jetzt erfahren wir vielleicht doch die Wahrheit. Nee.
Ihre Tochter ist das Kind von Gisela und Hadmar. Das ist ja unser Erzbischof. Unser Erzbischof hat unsere Schwester geschwängert. Das sind ja interessante Entwicklungen. Eieieiei. Kann man das Geheimnis irgendwie. Was können wir damit anstellen? Wir können das aufdecken. Dieser Charakter ist ein Bastard. Aber wir können dann nicht den Bischof mitbelangen. Wir können unserer Schwester ein Druckmittel abpressen, aber wozu? Ehrlich gesagt, wozu? So, wie geht's hier voran? Prinz Damiano. Gegen den haben wir ja gleich ein Druckmittel, wenn wir das erobert haben. Häuptling Ormr macht mit. Jarl Knut macht auch mit. Woher hatten diese ganzen Verbündeten auf einmal? So, jetzt ist die Provence unser. Wir werden natürlich auch das andere noch einnehmen. Da sind sie. Ich glaube, dann ist es wichtiger, dass wir erstmal unsere Hauptstadt verteidigen. Kommt mir jetzt doch besser vor. Verlobung erfüllt. Genau, unser Sohn hat geheiratet. Eine sehr kluge und fruchtbare Frau. Ich erwarte Großes. Wir haben jetzt ein Bündnis mit Graf Pepin. Ja. Sehr schön. So, wie lange haben wir hier Zeit? Oh Gott, wir haben hier fast gar keine Zeit mehr. Oh oh. Führen wir selber unsere Truppen an? Ja, machen wir. Dann kann er uns wenigstens nicht gefangen nehmen. Aber es könnte sein, dass er unsere Familie gefangen nimmt. Das wäre ungut. Aber das schaffen wir nicht mehr. Die belagern einfach zu schnell. Okay. Wer ist Hadmar? Wer ist das? Ach so. Moment. Das war unser Erzbischof, der ja unsere Schwester geschwangert hat. Jetzt haben wir wenigstens mal einen besseren. Den können wir auch mal direkt beeinflussen. Der mag uns nämlich auch nicht. Weil wir natürlich ein Ehebrecher, Mörder und sündig sind. Wir haben die Belagerung verloren. Wer wurde gefangen genommen? Kenne ich nicht. Schwiegertochter anscheinend. Ah ja, unser Erzbischof wurde getötet. Ja. Gut, wir eilen. Wir haben deutlich mehr Truppen und unsere unsere Leute sind auch gar nicht so schlecht. Ich sitze mit Oberbürgermeister Jacopo und Graf Silvestro am Kartentisch. Ja, wir kennen das schon, dieses Event. Das hatten wir schon mal. Und ich würde sagen, da wir ein so hervorragender so viel hervorragenden Kriegsführung sind, wissen wir natürlich, wie wir die beiden Strategien kombinieren können. Und ja. Das wird uns mehrere Boni geben. So, wohin sind die unterwegs? Die sind eigentlich nirgendwo unterwegs. Moment, wir gehen da hoch. Zaun sie ab. Nein? Wenn wir wegziehen, gehen die dann woanders hin? Dieses alte Taktieren hier. Ich habe nämlich keinen Bock hier auf eine Bergverteidigung. So, jetzt können sie hier nicht weg. Wir wollen auf die Schiffe.
Das schaffen sie nicht. Doch, die schaffen sie. Scheiße, die schaffen das wieder. Was? Moment. Der hier ist Teil einer Fraktion Unabhängigkeit vom Lehnsherrn. Der kann mir auch drohen hier. Wer will denn da alles mitmachen? Lombardien, Montferrat, Trent, Siena, Modena. Eigentlich alles, was da oben ist. Wir können sie entweder oder wir lassen uns nicht drohen. Das finde ich jetzt aber nicht so geil. Wir haben fast keine Verbündeten. Haben wir alle verloren. Aber ich meine, ganz ohne. Wir machen das natürlich nicht. Also. Okay. Das ist jetzt heftig. Wir haben jetzt einen ziemlich krassen Krieg hier gegen uns. Die haben viel mehr Truppen als wir. Und wir haben außerdem noch die blöden Schweden hier vor bei uns. Okay. Mal zu erwischen. Ne? Das sind ausgeglichene Chancen. Wir müssen das jetzt in Kauf nehmen. Wir müssen die schlagen. Und wir haben Truppen verloren. Ah, Leute, das verlieren wir jetzt auch noch. Oder? Naja, das sieht nicht gut für uns aus. Also es geht, aber sehr ausgeglichen. Extrem ausgeglichen. Na? Das ist aber arg knapp. Wir sind einäugig. Oh nein, was ist denn jetzt? Mein Sohn ist gestorben. Oh Gott, ihm wurde der Kopf abgerissen. Oh Gott. Okay, das war Prinz Bernard. Das ist einer meiner jüngeren Söhne gewesen. Das hatte er nicht verdient. Bekommen wir Anspannung. Und Frobert, oh Gott, den haben wir auch überlebt. Er lag seinen Verletzungen. Okay. Jetzt haben wir nur noch zwei Söhne. Und wir verlieren diese Schlacht. Ja. Okay. Oh nein, wir sind eingekerkert. Damit ist der Krieg für uns vorbei. Müssen wir kapitulieren. Damit wir wieder freikommen. So. Okay, jetzt ist richtig viel passiert. Sekunde. Eins nach dem anderen. Also, unsere Affäre ist gestorben. Ach, richtig, wir hatten ja eine Affäre, genau. Fahnenflucht. 148 Aufgebote sind weg. Dann sind Verbündete beigetreten. Oh, wir haben richtig viel Gold verloren dabei. Das lief nun gar nicht gut. Ein leerer Ratsposten, der Ratsspitzel. Nehmen wir unseren Sohn vielleicht mal. Dem können wir vielleicht vertrauen. So. Wir sind belagert in Brescia. Okay. Die Fraktion hat sich aufgelöst, weil unser Bruder Adalhard gestorben ist. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Gräfin Ermengides, deren Erbe wir wären. Bekanntschaft wurde gefangen genommen. Graf. Oh Gott, das Bündnis ist ausgelaufen. Unser Bruder ist gestorben. Moment mal, das muss unser anderer Bruder sein. Ja, der ist auch gestorben. Achso, das war unser Bruder, genau. Das wurde unter seinen Söhnen aufgeteilt. Ja. Wie zu erwarten war.
Ja. Okay. Hier ist jetzt gerade kein Heerführer. Da gehen natürlich wir wieder rein. So, also der Anfang ist schon mal nicht so gut hier mit diesem Herrscher. Das können wir schon mal festhalten. Der hat auch verloren. Ja, also das mit Schweden lief nicht so gut. Lief aber vor allem deshalb nicht so gut, weil der eigentliche Initiierer ja gestorben ist. So, jetzt haben wir aber noch ein weiteres Problem. Was? Wir stehen an der Schwelle des Todes? Ach du liebes Bisschen. Weil wir verstümmelt sind, kritischer Malus, Mörder, Ehebrecher, Trunkenbold. Okay. Das heißt, unser Sohn, Prinz Ragena, würde jetzt erben. Ja, da ist schon mal nichts bei rausgekommen mit diesem Ehebündnis. Das ist nun mal so. Vielleicht sollte ich meinen Sohn auch mal hier rausnehmen aus den Befehlshabern, ne? Ich glaube, das war jetzt auch eben ein bisschen das Problem. Oh Gott, ich habe viel zu wenig Ritter. Also mein Halbbruder, okay. Aber unseren Sohn, unserem Erben verbieten wir das. Wir haben kein Geld, um irgendwelche Leute zu rekrutieren. Wir haben keine Möglichkeit, an Geld ranzukommen. Unsere Tochter braucht noch einen Vormund. Und was macht sie denn? Ränkespiel? Ah, wenn es sein muss. Wer kann sie denn da mal unterrichten? Vielleicht unser Sohn. Der soll sie darin. Ihr Bruder soll sie unterrichten. So. Ja. Niedrige Gemeindekontrolle in Friaul ist logisch, weil Treviso kann uns jetzt eigentlich am Arsch vorbeigehen, weil das ist ja nicht mehr unser. Ja, weil der das gerade eben eingenommen hat, auch ein Problem. Das führt nämlich auch wieder zu niedrigeren Steuern. So, dann müssen wir mal den hier verlegen nach Jaul. Warum geht das nicht? Doch, geht. Da heben wir jetzt mal die restlichen Truppen noch aus. Fügen die an. So. Was ist das wieder für eine Schlacht zwischen Schweden und irgendeinem Häuptlingstum? Gut. Oder auch nicht gut. Wir haben keine Verbündeten. Wir haben einen Haufen Feinde und eigentlich keine Möglichkeit, um irgendwie an Söldner ranzukommen. Oh, das sieht böse aus. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir den Kriegsführer gefangen nehmen? Wo ist er denn? Befindet sich in Lombardia. Hier. Also offenbar führt er keine Truppen an. Jetzt müssen wir uns nur noch quasi an denen vorbeischleichen. Das dürfte schwierig genug werden. Also ich wage mal zu bezweifeln, dass wir hier groß erfolgreich sein werden. Aber, Moment, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir hier einmal rummarschieren. Nein! Und warum macht er denn das nicht? Okay, dann soll er erstmal bis Modena und dann von da aus hier rüber. Wir sind noch gleich im Minus. Das wird nicht gut enden. Okay, irgendwie haben wir 2000 Mann. Man weiß nicht woher. Die wollen natürlich jetzt hier angreifen. Wenn ich hier runtergehe, das würde ich
Ich habe Schulden. Das heißt, glaube ich, bei Minus heißt es, glaube ich, dass man nicht mehr so richtig wie will ich, was will ich sagen, dass man halt etwas Probleme hat, ne? Dass man niedrigere Moral hat und solche Sachen. Ja, die ziehen jetzt auf Friaul, das wird ihnen auch nicht so schwer fallen, da was zu erobern. Und die verfolgen uns. Ist ziemlich deutlich sichtbar. 4 Monate, das kriegen wir so schnell nicht hin. Ja. Also, da haben wir kaum eine Chance. Aber ganz ehrlich, wir haben mit dem Krieg eh nicht so die Riesenchance. Kommen wir hier noch weg? Nee, ne? Da werden wir eine sehr vernichtende Niederlage erleben. Was? Der ist. Oh, die Westfranken. Die erklären uns jetzt auch noch den Krieg. Ja. So kann das in Crusader Kings manchmal laufen, ne? Gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin mal gespannt, was am Ende noch von Italien überbleiben wird. Bis dann, macht's gut, eure Miri.